Es ist Donnerstagabend, 21 Uhr und wir grüßen euch alle. Herzlich willkommen zur Alex und Ragnar Show und unserer Ignite-Ausgabe mit sensationellen Updates. Ragnar, ist das so? Das ist der Wahnsinn, oder? Das ist der Wahnsinn, genau. Ich brauche dringend jetzt Schlaf, aber es war eine unheimlich spannende Woche gewesen. Von daher, ich habe die echt mal doch intensiver wahrgenommen, als ich es eigentlich geplant hatte. Ich bin gestern nicht um 12 ins Bett, heute Morgen wieder um 6 Uhr aufgestanden. Hat Spaß gemacht. Also, es war ja die Hölle. Ich habe überall dann noch schon noch gelesen, mein Gott, wie sollen wir das noch alles schaffen? Wie sollen wir das noch alles schaffen? Von den Berufskollegen haben sie es geschrieben. Also, wir können mal gucken, ob wir das heute schaffen, das überhaupt alles aufzuarbeiten, was da gekommen ist. Wir haben uns aber natürlich ein bisschen Verstärkung auch geholt. Direkt aus Redmond zugeschaltet, Seattle, haben wir Christian Schacht mit dabei. Und da freuen wir uns natürlich extrem drüber, denn da können wir auch ein bisschen fachsimpeln. Und da werden wir gleich mal reinhören, aus welchem Themengebiet er kommt. Und er hat auch, glaube ich, ein bisschen was auf seinem Tisch rumstehen, haben wir gerade im Vorgespräch schon gesehen. Also da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, wir werden heute eine Weltpremiere haben. Das gab es noch nirgendwo live zu sehen. Es gab nur einen kleinen Screenshot auf der Ignite, aber der ist dabei. Also ich bin sehr gespannt und wir freuen uns sehr drauf. Bevor das jetzt aber losgeht, wisst ihr, wir haben unser Gewinnspiel und heute haben wir natürlich wieder einen sensationellen Preis, aber ich muss erst den Jingle spielen. Apropos. Tut mir leid, Ragnar. Apropos Gewinnspiel. Tobias, freut mich sehr, dass der Fresskorb aus Schweden bei dir gut angekommen ist. Und ist in guten Händen, aber kannst auch gerne deinen Kollegen von der Bibliothek was abgeben oder deiner Familie sowieso. Jedenfalls danke, dass es so gut ankam. Genau. Wir haben was sensationellen Preis wieder heute mit dabei. Die Firma Poly hat ein Poly Blackwire 8225 herausgegeben und wir dürfen das heute verlosen. Ihr könnt also wieder teilnehmen, fleißig am Chat teilnehmen, an der Abfrage teilnehmen. Ich guck mal gerade. L6EA, ich gebe es gleich nochmal in den Chat rein. Dann könnt ihr teilnehmen. Ragnar, hast du da eins liegen? Können wir uns das mal angucken? Ich habe es zufällig hier liegen, genau. Das ist ein Headset für Teams zertifiziert. Das heißt also, hat auch hier einen eigenen Teams-Button mit eingebaut und einen Lautstärkeregler. Hat hier einen schönen langen Boomarm für die gute Sprach- und Mikrofonqualität und hat vor allen Dingen auch eine Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen. Von daher, wenn ihr jetzt im Homeoffice Störungen habt im Hintergrund, werden die gut weggefiltert und es ist angenehm und leicht. Und hat Kabel und hat USB-C und USB-A dabei und klingt wirklich hervorragend. Also es ist wirklich geil, diese Dinger mit den roten Kabeln dran. Ich finde die ja sensationell. Ich würde mal Redwire sagen. Blackwire und Redwire und Blackboard gesagt. Du spürst den Unterschied zwischen mit Kabel und ohne. Ich muss das mal so sagen. Es tut mir ja leid. Ich habe ja auch ein kabelloses, aber die mit Kabel ist nochmal ein Tick geiler. Ich war das ganze letzte Jahr komplett enthusiastisch, alles nur Bluetooth und so weiter. Und jetzt bin ich wieder so froh, wenn ich Kabel halt habe, weil es klingt einfach dann doch besser, ja. Es ist richtig cool. Unten habe ich nochmal gerade den Link, lassen wir da nochmal schnell durchlaufen. Und genau, wir wollen, wir können mal ganz kurz gucken. Ich habe hier gerade noch, sehe hier gerade noch ein paar, ja genau, lass dir schmecken. Moin aus Hamburg. Alex, was macht dein Surface? Ja, die Updates sind durch und toi, 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 im Moment läuft super. Also hoffen wir mal, dass das auch noch stabil bleibt. Gut, dann, meine Lieben, ich guck mal, Christian, jawohl, der ist wieder da und dann können wir auch wieder bald was, genau, wir haben hier tolle Sponsoren. Durchstarten hier, so, unser Gastjingle, auf die Bühne, lieber. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag in die Good USA. Good morning, good evening. Hallo. Guten Morgen. Christian, grüß dich. Guten Abend. Hi, schön, dass du dabei bist, dass wir dich gewinnen konnten, heute mit bei uns in der Show zu sein, nach der sensationellen Woche, die wir hier gesehen haben. Du mittendrin wahrscheinlich. Das freut uns sehr, dass du da bist. Und ja, vielleicht, ich habe gesagt, Ragnar, ihr kennt euch ja schon irgendwie 100 Jahre. Gut, Ragnar, du kennst ja auch, glaube ich, jeden irgendwie auf dieser Erde, habe ich immer das Gefühl. Ja, aber sag mal, Christian, wann lernten wir uns eigentlich kennen? Also ich bin zu Microsoft Services in 2007. Und ich habe gefühlt, kenne ich dich seit 2009, kann das sein? Nee, 2012. 1. Januar 2012 habe ich angefangen. Du hast so gut recherchiert. Ja.
Ich hab's im Kopf. Ich habe aber auch in Sachen Recherche einiges gemacht. Und um dich jetzt ein bisschen hier ins Schwitzen zu bringen, habe ich ein Foto ausgegraben aus den tiefsten Archiven. Oh mein Gott. Meines. Das war jetzt aber nicht abgeschlossen. Halt ich fest. Jetzt wird's peinlich. Das sind immer die Überraschungsmomente. Und die Zuschauer, die müssen raten, wer davon Christian ist. Oh Gott. Wer davon Christian ist. Ja. Ich mach's auch noch mal ein bisschen größer. Ich sehe gar nichts. Ach doch, Ragnar, die sehe ich. Es ist leider nicht das Gewinnspiel, aber. Genau. Also ich verrat's mal, man erkennt mich und Christian erkennt man hier. Los Boyos Ramanos. Das war dann zur Breaking Bad Zeit, da habe ich das T-Shirt gekauft. Los Boyos Ramanos. Das ist die Menschenkette aus Breaking Bad. Also hier mit der Sonnenbrille knapp hinter dir, Ragnar, ne? Ja. Genau. Okay. Ja. Ja, sensationell. So genau, und wir waren quasi beide in dem Microsoft Services Team. Wir waren damals, wie hieß das damals, Consultants für Productivity oder Business Productivity, ne? Genau, also nachher war es, glaube ich, Cloud Productivity. Ich bin in 2012 dahin gekommen, wurde dann Architekt, habe quasi als Consultant große Skype for Business Link Infrastructures geplant zu der Zeit und habe da einiges mitgemacht. Ja, und dann bist du in die Partnerorganisation rein, glaube ich, in die OCP und warst dann irgendwie, du warst erst TSP für Surface, ne? Ich war ein Partner, wie hat sich das genannt, Partner Technology Strategist und mein Job war es quasi, Surface Hub in Europa zu launchen mit unserem Partner. Meine Rolle gab es dreimal, wir haben komplett Europa abgedeckt. Ich glaube, in den ersten Wochen bin ich jeden Tag in einer anderen Stadt wach geworden und da rumgeflogen und wir haben Surface Hub in den Markt gebracht, die erste Version. Und das hat dich jetzt nicht losgelassen, weil du bist immer noch in der Surface Hub-Rolle bei der Microsoft Corp. Kannst du uns mal beschreiben, was deine Rolle jetzt genau ausmacht? Genau. Außer Surface Hub, den man ja prominent im Hintergrund deiner Garage sehen kann. Genau. Ich bin 2017 in die USA rüber, war zuerst in einem Team zusammen und ich glaube, viele kennen sie mit der Anne Michels. Anne und ich haben quasi beide IT-Pro gemacht, IT-Pro-Marketing in dem Zusammenhang. So, wir haben die Ignite zusammen geplant, jede Menge Sessions, IT-Pro-Messaging von dem ganzen Marketingbereich. Von dort aus bin ich gewechselt, dann immer noch Produktmarketing und habe quasi war verantwortlich für Conference Rooms, was dann Microsoft Teams Rooms, Surface Hub, die Teams, der Teams-Anteil quasi da drauf. Ich habe auch die Collaboration Bars zu der Zeit, sind es MTA und Android quasi gelauncht auf der letzten Ignite, die eine Ignite noch war, wo wir uns alle getroffen haben und zusammen uns gesehen haben. Bin von dort aus vor ein bisschen über einem Jahr jetzt in unsere Produktentwicklung und habe dort das Thema übernommen, Teams auf dem Surface Hub. Das heißt, ich habe eine Herrschaft von Entwicklern, die das Ganze programmieren. Ich selber kann nicht programmieren, aber ich kann mir Sachen, ich glaube, ganz gut ausdenken und wie sie funktionieren sollten für unsere Kunden. Mein Job ist quasi, ich schreibe Specs, ja, also wirklich runter, wie soll das Produkt in meinen Augen funktionieren und auch dann oft gegeben durch Feedback von unseren MVPs, von unseren Kunden, mit denen ich dann direkt spreche, ja, um da einfach Input zu bekommen, wie unsere Kunden erwarten, dass unsere Produkte auch funktionieren. Das mache ich für Surface Hub und auch für Teams Rooms, also hauptverantwortlich für Surface Hub, aber auch für Teams Rooms, für verschiedene Feature in dem Bereich. Und letztes Jahr, wir haben im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, ich habe ein Feature gelauncht mit Coordinated Meetings, was quasi enabled, ein Surface Hub Teams Room im selben Raum. Ja. Oder auch Proximity Join haben wir zum Surface Hub jetzt gebracht. Und das Ziel ist quasi immer wieder, dass ich einfach nahtlos wechseln kann zwischen Surface Hub, meinem Laptop und so weiter, dass ich da einfach halt sofort die Sachen von einem zum anderen Gerät beamen kann. Also nahtlose Übergabe, das ist so das Ziel davon, ja. Ja, genau. Sehr cool. Insgesamt kann ein paar Sätze. Ja? Bitte. Ich kann ein paar Sätze sagen, wie wir im Moment über Meetingräume denken und es ist natürlich. Jeder hat ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen andere Ansicht, Auffassung, was passiert wirklich, wenn wir aus dieser Situation hier rausgehen und sind alle durchgeimpft etc. Bei Microsoft, zumindest in den USA, ist es so, dass wir zukünftig, selbst wenn wir alle ins Büro zurück können, wir müssen nur zu 50% zurück ins Büro. Ja, also jeder kann entscheiden, zu 50% von zu Hause zu arbeiten. Was das in unserer Ansicht nach auslöst, ist, dass viel mehr Teilnehmer remote sein werden, von zu Hause an Meetings teilnehmen etc. Ja. Aber jetzt zu sagen, der Meetingraum spielt keine Rolle, ist, glaube ich, die völlig falsche Ansicht. Ja. Und es ist wirklich
viel wichtiger, dass die Meeting Room Experience viel besser ist und das quasi nahtlos macht für die Leute, die jetzt zu Hause sind, zusammen mit den Leuten, die in dem Meetingraum oder im Büro anwesend sind. Ja. Das ist im Speziellen, ich denke, wo das Surface Hub wirklich super sein kann, mit der Whiteboard-Funktionalität, sodass es egal ist, ob jetzt jemand zu Hause rumsitzt und da an seinem Surface Pro vielleicht mit einem Stift rummalt und die Leute dann im Meetingraum auch so. So vieles von den neuen Features, die wir jetzt bringen, man hat es auf der Ignite jetzt auch gesehen, macht wirklich die Meeting-Experience für die Remote-Leute besser. Ja, mit dem Intelligent Speaker, wir können da ein bisschen mehr ins Detail vor mir stehen, aber sehr wirklich gerne, zu sehen für die Remote-Leute, wer im Raum spricht. Ja, so in der Vergangenheit, ich zu großen Meetings musste und ich habe remote teilgenommen, ich wusste oftmals nicht, wer was sagt in einem Meetingraum. Und vielleicht hat ein CVP eine Frage gestellt und ich wusste nicht, dass es der CVP ist, weil ich ihn noch nie gesehen habe, weil ich vielleicht in dem Moment seine Lippen nicht gesehen habe, etc. Und das ist halt dem, was wir mit diesem Intelligent Speaker jetzt wirklich angehen, ja, wirklich Spracherkennung und in dem Transkript dann zu sagen, hey, das war Christian, das war Ragnar, das war Alex und die Remote Experience wirklich deutlich zu verbessern mit dem Ganzen. Darf ich da mal ganz kurz, bitte, Alex. Das zack, gleich ein paar Fragen hier. Abgesehen davon, dass wir gerade in den Zuschauerkreis extrem viele Kommentare zum Thema Fußball haben, ich verstehe ich gar nicht. Ich bleibe jetzt mal on topic bei den Mikrofonen und schweife nicht ab. Genau, ich muss das ja wenigstens mal kurz kommentieren. Wir haben schon die Frage nach dem übergroßen Alexa da auf deinem Tisch gehabt und das ist ja das, was du gerade angesprochen hast. Ich kann mal hier ein bisschen reinzoomen. Mal. Ich dachte, du nimmst jetzt gleich mal in die Hand und hältst ihn mal und so. Was für geistige Auge, denn das ist ja hier quasi Weltpremiere, ne? Das ist alles sehr knapp verkabelt hier, aber ein bisschen kann ich ihn halten. Genau, das ist jetzt der Intelligent Speaker von Epos. Wir haben quasi announced Yearlink und Epos auf der Ignite. So, das ist einer der ersten zwei. Ja. Und es wird wirklich in der Lage sein, die verschiedenen Speaker in einem Raum zu erkennen und wenn sie schon bekannt sind in Teams, auch dann zu sagen, hey, das war jetzt Ragnar, das war jetzt Alex, die da eben sprechen. Wir haben auch Epos-Mitarbeiter bei uns gerade als Gäste. Hallo Matthias. Das ist ja... Warte mal, Christian, wie macht der das denn jetzt? Woher weiß der denn jetzt, wer ich bin? Also wenn da drei Leute im Raum sind, meinetwegen sind alle im Meeting, er weiß ja, wer im Meeting ist, aber woher weiß er, wer ich bin? Kennt er meine Stimmfarbe? Woher kennt er die denn? Genau, wir werden quasi ein Enrollment haben, wo du als Alex dann enrollen kannst im Teams-Client und quasi dem Teams-Client deine Stimme beibringst. Ja? Dann gucken wir basiert auf, wer war eingeladen, nach den Voice-Profilen, ob wir ein Match haben, ja? Und könnte ich automatisch assignen. Es ist jetzt natürlich nicht so, dass wir da durch 100.000 Sprachprofile jedes Mal gehen, sondern wir gehen durch die halt eingeladen sind. Ja, okay. Cool, das ist ja, also ich bin sehr gespannt. Die Transkriptfunktion, im Moment haben wir sie ja noch nicht angekündigt, ist sie ja schon länger. Was jetzt angekündigt wurde, war, dass wir Deutsch für Transkript kriegen sollen. Also bisher konnten wir ja nur die englische Sprache in Meetings sehen. Ab Sommer, habe ich jetzt gelesen, soll es dann auch für Deutsch geben. Zusammen mit dem Transkript, was wir dann hoffentlich bald haben, ist es natürlich sensationell, denn damit haben wir ja quasi unser Meeting-Protokoll abgelegt in dem Teams-Kalendereintrag. Da freue ich mich ja schon wie Bolle drauf, weil wenn wir das haben, willst du vielleicht nicht das ganze Protokoll lesen, aber du kannst zumindest suchen nach irgendwas. Ne? Du weißt, hey, der Alex oder der Ragnar, die haben doch irgendwas erzählt von irgendeinem Kennwort oder von irgendwas Wichtigem und dann kann ich da quasi einfach nochmal nachsuchen und finde das in den Transkripts wieder. Und das geht natürlich dann auch nur entsprechend auf Deutsch. Also da bin ich schon sehr gespannt, wenn das kommt. Das wird ein Riesenfeature. Ja, wenn wir das mit drin haben. Christian, was mir bei der Logitech Rally Bar aufgefallen ist, dass die haben jetzt auch solche Funktionalitäten dabei, wie halt eine Insight. Das heißt also, ich kann definieren, wie viele Leute sind erwartet in diesem Raum, zum Beispiel weiß ich halt 5 Leute. Und dann kann ich halt einstellen, wie die Kapazitätsplanung aussieht. Und es soll mir auch ein Alert senden, wenn jetzt zum Beispiel mehr als 5 Leute drin sind, dann kriege ich halt irgendwie eine Information. Wird das der Intelligent Speaker auch machen, solche Kapazitätshinweise? Nee, der Intelligent Speaker ist wirklich, weil das wäre ein Problem, weil manchmal geht jemand in den Meetingraum und sagt eine Stunde lang nichts. Ja? Also das ist nicht die richtige Art, jemanden zu erkennen, ob jetzt jemand im Raum ist. Das werden tatsächlich über Kameras sein, ja, und wirklich zu sagen, hey, ich sehe die Presence in dem Raum. Und der Admin kann dann quasi entscheiden in Exchange und sagen, kann die Room Capacity quasi runternehmen, ja, und sagen, hey, normalerweise haben hier in den Raum 12 gepasst, aber mit Social Distancing und so weiter und so fort,
vielleicht nur noch 4 oder 6 oder was auch immer, ja. Und dann Teams guckt dort, hey, was ist die maximale Anzahl, gleicht das mit der Kamera ab, sagt dann, jetzt sind es zu viele und wir können noch andere zeigen. Von der Cortana-Integration würde es da mehr geben als wir jetzt sehen, weil wenn ich jetzt mir jetzt irgendwelche aktuellen Speakerphones nehme, wie jetzt zum Beispiel, was ich von EPOS oder hier so PolySync 20, nehme ich schon Teams-Buttons. Würde es da eine tiefere Integration geben mit Herr Cortana, oder ist es eigentlich das Gleiche dann, was schon jetzt auch da ist? Nee, es wird ein bisschen tiefer gehen und erweitert. Und dasselbe ist ja jetzt auch für die Meeting Rooms. Dort sind es, ich habe die Devices jetzt nicht genau im Kopf, aber da gibt es ja auch schon eine Liste für den Meeting Raum, dass ich in den Meeting Raum quasi reinpatschen kann und sagen kann, hey Cortana, join my next Meeting, sodass ich komplett ohne mit den Händen irgendwas anfassen zu müssen, da in mein Meeting reinkommen. Ja. Auch die Funktionen werden dann über die Zeit erweitert. Wir denken, am Anfang ist es extrem wichtig, Start, Stopp von dem Meeting, gerade Leute zurück ins Büro gehen und vielleicht nicht alles anfassen wollen. Ja, ich meine, ich sehe mich ja selber dabei, wenn ich hier zum 7-Eleven oder zu einer Tankstelle oder sowas gehe, ja, ich fasse die Tür nicht mehr an, desinfiziere meine Finger sofort. Ja, das ist, glaube ich, was wir in den ersten 100 zurück ins Büro auch haben werden. Wir haben ja... Das finde ich auch spannend bei dieser Keynote von Jared Spataro, diese Hybrid-Workplace oder Hybrid-Work-Demo. Einfach, es ändert sich jetzt so viel, wenn wir wieder ins Büro gehen. Wir sind viel sensibler, sollen auch viel sensibler sein. Und da kommen natürlich solche Geräte perfekt zur richtigen Zeit. Also es ist schon spannend, wie die Pandemie uns neue Formfaktoren auch bringt. Ja. Wir haben... noch ein bisschen mehr. Meeting Room hast du, ich wollte gerade noch mal drauf anspielen. Du hast ja noch ein bisschen mehr auf deinem Tisch liegen. Da wolltest du, glaube ich, gerade drauf raus, ne? Genau. Was ich auch noch habe, ist dieses Scheduling Panel. Wenn ich richtig informiert bin, ist es immer ein bisschen schwierig für mich, was ist jetzt schon im Markt und was sehe nur ich und was plappere ich besser nicht aus. Aber Creston hat angefangen, diese Room Panels, Teams Panels quasi rauszuschippen an Kunden, ja, was dann wirklich an die Außenwand von dem Meetingraum kommt. In meinem Fall sieht man jetzt, der Meetingraum ist hier. Das schon ein bisschen rein, ist grün und ich könnte den Raum jetzt quasi wegreservieren, ja. Und was das macht im Unterschied zu klassischen Panels, die einfach nur in Exchange integrieren, ist auch sofort im Teams-Meeting zu schedulen, ja. Ich sehe dasselbe Meeting dann auf meiner Konsole, klicke da Join, füge dann halt die Leute hinzu, ja. Und das wird dann halt auch über die Zeit erweitert mit diesem Capacity-Sensor etc., sodass, wenn du vor dem Raum stehst, du schon zum Beispiel sehen kannst, hey, der Raum, da sind schon zu viele drin, ich würde erst gar nicht reingehen, ja, dass ich in den Raum erst reinlatschen muss und dann auf dem Screen sehe, hey, da sind aber jetzt zu viele drin und wieder rausmarschieren, ja. Das ist der Anfang, wir haben eine stramme Roadmap dafür mit Features, die da erweitert werden, was wir in den nächsten Monaten da auch sehen werden. Wie sieht es denn aus bei dem Thema spontanes Umschiften von Meetings? Wenn jetzt diese halt Sensoren die Meetingkapazitäten sehen und sehen ständig, hey, die buchen dauernd Räume für 20 Leute, sind nur zu zweit drin. Würde es dann auch irgendwann mal so eine Funktionalität geben, dass man einfach dann halt wechselt? Also wirklich so ein Shiften zwischen Räumen? Oder dass Leute darauf hingewiesen werden, hey, ihr bucht ja schon zum 5. Mal einfach einen Raum, der viel zu groß ist. Bitte macht eine bessere Kapazitätsplanung? Ja, ich wüsste jetzt nicht, dass da irgendwas automatisch geplant ist, aber wir werden das Ganze dann highlighten über die Zeit, jetzt nicht direkt am Anfang, aber auch in dem Teams Admin Center, sodass ein Admin dann einfach sehen kann, hey, mein Riesenraum hier für 24 Personen, da hängt immer nur einer drin rum, ja, und vielleicht mache ich dann aus diesem großen Raum vielleicht gescheiter 5 Räume, ja, zum Beispiel, ja. Und wirklich dann den Platz da neu zu arrangieren. Dann habe ich hier noch eine Frage aus dem Publikum. Werden die über PoE gepowert? Weißt du das, Christian? Das Creston, ja. Das hängt hier bei mir an einem PoE-Adapter. Für das Yearlink kann ich es gar nicht sagen, weil von denen habe ich noch keins. Aber das Creston, ja. Okay. Was jetzt bei mir hier nicht angepowert ist, ist dieser Rahmen, der es auch hat. Der würde dann mit einer LED dann auch jetzt nochmal zeigen, in grün oder rot, ob der auch verfügbar ist oder eben schon geblockt. Ja, sehr cool. Ich würde noch mal ganz kurz vielleicht Share Screen, jetzt komme ich schon ins Stolpern hier, machen, denn wir hatten ja angekündigt, dass wir ein bisschen was zeigen wollen, was alles kommen soll. Warte mal, jetzt muss ich hier erstmal ein bisschen umschalten, dass wir das richtig machen. So und dann mache ich das hier noch mal ein bisschen größer. Denn wir haben ja noch ein bisschen mehr, was alles angekündigt wurde. Und da lass uns ganz kurz drüber sprechen, auch wenn das vielleicht nicht ganz dein Thema ist, aber wir haben ja viele Updates bekommen und gerade im Meeting-Bereich, ne, das Dynamic View ist ja auch schon sehr lange angekündigt gewesen.
Soll nun ein bisschen schneller kommen oder rolling out soon, hoffen wir mal. Ich glaube, das wird ganz toll, weil wir dann auch die Möglichkeit haben, die Kamerabilder oben anzusortieren. Ne? Das ist, glaube ich, schon toll, weil wenn ihr einen Share Screen macht, musst du immer nach unten gucken, um auf die Bilder zu gucken und dann können wir quasi oben gucken. Ich weiß gar nicht, ist das dann für, darf man darüber sprechen, ist das dann für Meeting Rooms auch ähnlich irgendwie Dynamic View? Gibt es da was in der Richtung? Kannst du da was sagen? Die werden auch einen Refresh bekommen für diese Gallery. Ja. Ja. Da ist es immer ein bisschen unterschiedlich und wir werden es wahrscheinlich ein bisschen mehr flexibel für Meetingraum machen, weil manche an dem Surface haben, ich glaube, da ist offensichtlich, dass oben Sinn macht, weil die Kamera auch oben drauf ist. Ja. Viele Kunden bauen ihre Meetingrooms, aber auch, dass die Kamera vielleicht eher an der Seite ist oder unten drunter. Ja. Und das wirklich dann ein bisschen flexibel für Kunden zu machen. Ja, super. Und ausgerichtet, wo die Kamera jetzt halt eben ist. Ja. Was ich glaube, was ja ein Riesenthema ist, wer mir ein bisschen folgt, weiß, dass ich mit sehr, sehr viel Mühe und Aufwand Videostudio aufgebaut habe, um quasi die Meetings oder diese ganzen Präsentationen ein bisschen spannender zu machen. Also ich im Bild zur Präsentation. Das kommt nun frei Haus geliefert in drei verschiedenen Modi. Presenter Mode, Standout, Reporter und Side by Side. Wir sehen hier in den Bildern, die gerade durchlaufen, die drei verschiedenen Modi. Und ich bin so gespannt drauf, wenn das kommt. Ich glaube wirklich, dass das nochmal einen richtigen Schub geben wird, wenn es um Präsentationen geht. Denn keiner von uns hat Lust, blanke PowerPoints zu sehen und dann den Sprecher irgendwie so unten in ganz klein. Ne? Ich weiß nicht, wie geht euch das? Also ich finde es total ätzend. Ja, auf jeden Fall, genau. Und das ist, glaube ich, der Greenscreen-Industrie nicht gefallen. Was? Ja. Der Greenscreen-Industrie, ja. Genau, PowerPoint Live. Auch spannendes Thema, weil da kann man jetzt endlich auch mal wirklich sehen, dass ich wirklich die Videos, die Videokamerabilder von Menschen sehe, die Chats sehe, meine Notizen und die Folien halt. Und das war früher einfach nicht möglich. Ich musste immer zwei Bildschirme haben, um alles im Blick zu haben. Ja. Das finde ich also wirklich großartig, dieser Single-Panel-View. Genau, dann haben wir die Live-Reaktionen. Haben wir ja, glaube ich, schon, ne? Die sind ja schon ausgerollt. Webinar, Ragnar, da kannst du, glaube ich, ein bisschen was zu sagen, ne? Also da bin ich ja auch sehr gespannt. Ich habe so viel Nachfrage nach diesem Thema Webinar-Support. Ragnar, gleis uns mal auf hier. Was kommt da? Genau, also ja, ich muss natürlich alles ein bisschen auch mein Blogpost mal ganz kurz featuren, den ich geschrieben habe über Webinare. Den paste ich manchmal ganz kurz hier in den Chat rein. Also Sekunde, könnt ihr das mal auch mal in Ruhe nochmal nachlesen. Bei Webinaren geht es darum, dass Marketing oftmals mit Teams nicht zufrieden war. Die sagen, hey, Teams ist super für unsere Meetings, aber es fehlt uns einfach für aus Webinar-Sicht das ganze Anmelde-Prozedere. Und da kann man jetzt mit diesen neuen Funktionalitäten wirklich die Registrierungsseite bauen. Ich kann halt entscheiden, was brauche ich so, Vorname, Nachname, was ich Straße, Ort, E-Mail-Adresse, kann das quasi bauen. Ich kann auch Fragen schon mal halt abfragen. Hey, wie wurden Sie auf unser Event aufmerksam? Wie haben Sie von uns erfahren? Was haben Sie für eine Rolle und so? Um die Zielgruppe ein bisschen zu verstehen. Und ich kann dann auch wählen, ob ich das Seminar oder das Webinar außen, extern, public, öffentlich haben möchte oder nur unternehmensintern mit Gästen. Kann dann natürlich auch den Speaker auswählen, die Speakerin auswählen, kann auch eine kleine Kurzbiografie, Kurz-CV mit angeben. Also vieles das, was eigentlich Marketing wirklich auch möchte, um vor allem dann die Kontakte zu sammeln. Das ist jetzt damit sehr umfangreich halt gelöst worden und von der hoffentlich dann nichts mehr im Wege auf andere Webinarlösungen jetzt noch umzusteigen. Das Einzige, was wir nicht wissen, Ragnar, ist, wie die Registrierungsseite aussieht. Ne? Das ist genau, das haben wir schon vorenthalten. Da hat man noch keinen Screenshot gesehen, wie die dann halt aussieht. Ich denke, es wird kein HTML im Bad werden, sondern es ist einfach nur ein Link zu einer Registrierungsseite. Aber das ist, genau. Und was noch spannend ist, die Leute von euch, die Dynamics 365 nutzen, können dann die Registrierungsdaten dann direkt in Dynamics reinfüttern. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Ja, von daher, das war lange gewünscht und ist kostenlos verfügbar für E3 und Business Premium Pläne. Genau. Also E1 nicht, aber E3, 5 und Seite, da ist dann kostenlos dabei. Genau. Werden die Namen denn auch endlich ausgeblendet, fragt André. Ich weiß nicht, was er damit hundertprozentig meint, aber ich sag mal, wenn das Registrierungen für ein Webinar sind, dann ja auf jeden Fall, aber wahrscheinlich im Meeting dann so. Nicht, ne? Im Webinar. Und was natürlich auch noch wichtig ist für Marketing nach dem Event, kann ich dann auch noch nachlesen und nachschauen, wie lange blieben die Zuschauer im Durchschnitt halt dort und wie waren die Teilnehmer und haben die wirklich auch teilgenommen?
Also die Anzahl der Menschen, die die Registrierungsseite besucht haben, die Anzahl der Registrierten, die Anzahl der Teilnehmer und wie lange sie im Durchschnitt halt dann teilgenommen haben und wo die Absprungraten waren. Okay. Also das ist auch auf jeden Fall wichtig, um dann die Qualität zu verbessern und zu analysieren. Und dann können wir das bis zu 1.000 Leute auch organisieren, ne? Also können genau, richtig groß sein oder sogar 20.000. Genau, ne? Dann automatisch dann den Sprung in die Zehntausender und bis zu 20.000 in den Covid-19-Pandemie-Zeiten. Mhm. Ja. Dann haben wir hier das Entity-Report und genau, hier haben wir das, hast du gerade alles erzählt. So, jetzt kommt natürlich ein Highlight hier, ne? Connect. Teams Connect, ja. Christian, tut mir leid. Schön, macht nur. Wir müssen da ja drüber sprechen, das geht ja nicht. Also wer ein bisschen mir da gefolgt ist, ich habe das mal als Revolution bezeichnet, denn ich glaube, dass Teams Connect ein Ansatz ist, der ja komplett Ansätze verändert. Ich bin ja viel in den Firmen drin und wir machen Prozessberatungen. Wir machen ja, wie bilden wir die Prozesse eigentlich in Teams sauber ab? Also wie arbeiten wir jetzt in diesem kollaborativen Workspace zusammen? Ja, ich sage immer, guckt mal auf euren File-Server, wie der aussieht. Wenn ihr da Chaos habt, dann werdet ihr das in Teams auch haben, wenn ihr da nicht anders rangeht an das Thema. Und eine Frage ist ja immer, wann habe ich einen Kanal, wann habe ich ein Teams-Team, wann habe ich einen Chat, wann habe ich einen Gruppenchat, wann habe ich einen privaten Kanal? Ja, und jetzt haben wir Shared Channel. Also wer es noch nicht gehört hat, ihr habt dann theoretisch die Möglichkeit, nicht nur theoretisch, dann auch hoffentlich praktisch, die Möglichkeit, dass ihr einen Kanal als geteilten Kanal definiert, also nicht öffentlich und nicht privat, und könnt dann in diesen geteilten Kanal andere Mitarbeiter aus eurer Firma einladen, was bedeutet, dass nur der Mitarbeiter, den ihr da eingeladen habt, quasi auf diesen einen Kanal Zugriff hat. Nicht auf alle Kanäle, weil er ja nicht Teil des Teams ist. Das heißt also, explizit könnt ihr Leute in einen Kanal einladen, eines Projektes. Und das ist natürlich sensationell, denn wir hatten ja immer das Problem, dass wir gerade prozessübergreifend, also über mehrere Abteilungen hinweg, in Projekten zusammengearbeitet haben. Aber nicht jede Abteilung musste ja alles sehen und wollte auch gar nicht alles sehen. Das heißt, wir können damit, genau, Game Changer, so sehe ich das auch, Tim, damit können wir halt wirklich gezielt die Leute zusammenbringen und kollaborieren lassen, die das auch tun müssen. Und wir nehmen den ganzen überflüssigen Kram raus. Das ist so geil. Und wir können auch, und jetzt festhalten, wir können auch Externe in einen Shared-Channel einladen, die dann wiederum, jetzt kommt's, keinen Tenant-Wechsel machen müssen. Die kriegen nämlich den Kanal und das Projekt in ihrem Tenant, in ihrem Mandanten angezeigt. Weniger Multifaktor-Fragen beim Tenant-Wechsel. Ja. Ich habe bei mir bestimmt 40 Mandanten drin. Ich wechsle wie ein Irrer, nur noch hinter den Mandanten hin und her. Ja, Nachteil ist natürlich, will ich auch gleich sagen. MFA-Dingsen, ja. Nachteil ist natürlich, du hast natürlich entsprechend mehr Projekte, mehr Teams. Da müssen wir uns natürlich dann irgendwie ein bisschen besser organisieren. Aber ich glaube, da sind wir auch schon ein bisschen dran, wie man die Optik da ein bisschen anpasst. Aber es wird richtig, richtig gut werden. Was wir nochmal gucken müssen, ich weiß nicht. Alex, Frage zur Verfügbarkeit. Wann wird das ausgerollt werden? Es ist in Private Preview jetzt released worden schon. Also ihr könnt ja Private Preview, könnt ihr ja im Admin Center anschalten für die User. Ja. Da ist es schon drin. Ansonsten soll Rollout irgendwann in diesem Jahr sein. Wobei, ehrlich gesagt, wenn es im Private Preview ist, kann es ja nicht mehr ewig lange dauern. Also das ist zumindest meine Hoffnung. Ich weiß es nicht, ja. Christian, weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch nicht sagen können, oder? Einen Planner? Haben nämlich die privaten Nein. Wir haben das gleiche Problem wie bei den privaten Kanälen. Wir werden nicht alle Funktionen haben können. Mhm. Genau, also zumindest ja, also ich weiß das Datum auch nicht genau. Ich habe es natürlich schon für eine Weile und es ist tatsächlich für mich auch ein Gamechanger, ja. Weil einfach mit dem Hintergrund, dass ich nicht mehr für alles jetzt ein neues Team erstellen muss, sondern in einem Team, was ich schon habe, einfach dann Channel macht, wenn ich jetzt jemanden aus einem anderen Team, aus einer anderen Abteilung da brauche. Das macht wirklich einen riesen Unterschied. Christian, meine ganz offene Frage: Hast du das Gefühl, es gibt ein paar E-Mails weniger durch die Halt-Channels oder ändert das in Sachen E-Mail-Aufkommen erstmal? So erstmal nicht groß viel. Im Moment noch nicht, weil auch bei Microsoft ist es so, dass wir im Teams Engineering, wir haben die Funktionalität schon, ja, aber die außerhalb von dem Teams Engineering, die haben es ja, halt. Genau. Ja, also dass der Effekt wird dann richtig zum Tragen kommen, wenn alle es benutzen können, ja, wenn nicht jeden dazu ein. Also das erwartet uns auf jeden Fall. Wir müssen nochmal gucken, wie wir dann Gäste anbinden können, ob das wirklich nur durch E-Mail-Eingabe funktioniert, so wie wir das ja eigentlich gewohnt sind, Gäste einzuladen.
Ich weiß nicht, ob die sich hier auf der Ignite dazu geäußert haben oder ob das jetzt noch NDA ist. Also ich sag mal, da gucken wir nochmal, wie das dann funktioniert, ob das ganz einfach geht oder ob das ein bisschen komplizierter ist. Aber nichtsdestotrotz, wir haben die Funktion drin, sie wird kommen und von daher, ich sag mal, dass... Wir machen nochmal eine Sendung, wenn wir es dann wirklich auch live dann haben. Ich darf endlich drüber reden. Das ist ja schon seit über einem halben Jahr, seit dem Sommer letzten Jahres, wird das ja schon bei den MVPs, haben wir da schon quasi mehrere Sessions so gemacht, wie das funktioniert und wie das abläuft und so. Und ich sehe immer, wann kommt das endlich? Du machst irgendwelche Prozessberatungen, weißt eigentlich schon, eigentlich brauchen wir das so gar nicht machen. Es wäre viel cooler, wir könnten das gleich auf die andere Art und Weise machen. Aber gut, so sind wir halt. Dann kommt es eben irgendwann, das muss ja auch richtig funktionieren, sonst bringt es da nichts. Dann haben wir noch ein bisschen Approvals-App, die wird nochmal gepusht. Ihr habt bestimmt in den letzten Folgen das mal bei uns gesehen, wir haben sie auch schon mal vorgestellt. Ihr seht das hier, wir sind hier im Microsoft Teams Blog. Ich gebe euch den übrigens nochmal kurz in den Chat rein, dann könnt ihr dort auch nochmal selber nachgucken. Da seht ihr ja ein paar Screenshots dazu. Teams Mobile Experience wird neu gemacht. Ragnar, zu Security wolltest du noch ein bisschen was sagen? Genau, End-to-End-Encryption ist das große Highlight, wirklich jetzt komplett, also in diesem ersten Schritt werden die Calls und die Meetings verschlüsselt, also von daher noch nicht alles, der Rest kommt halt später und man kann auch seinen eigenen Key mitbringen, also bring your own Key und wenn man den halt irgendwann mal verlieren sollte, dann ist alles quasi verloren, weil Microsoft hebt die Key halt nicht auf, das ist der eigene Key und so ist endlich auch das Thema und das allerletzte Argument gegen Teams hiermit entkräftet. So, jetzt kommen wir hier an die Parts von Christian. Devices, New Gallery Views available in Microsoft Teams Rooms. Da kriegen wir sie auch endlich. Sensationell, das wird toll. Gerade der Together-Mode, glaube ich, ne? Auf dem großen Bildschirm, Christian. Das ist bestimmt ja schon richtig cool, oder? Um Surface Hub haben wir es ja in der letzten Ignite schon gezeigt. Ja. Auf dem 85er, als das 85er quasi offiziell dann nochmal announced wird. Und ja, das kommt jetzt auch zu den Teams-Rooms. Zusätzlich, ich weiß nicht, ob das in dem Blog jetzt hier, ich habe wie gesagt mein Tweet ein bisschen weit weg hier, aber was wir auch veröffentlicht haben, ist ein Video über unsere Vision für den zukünftigen Meetingraum. Ja. Das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie schon in Stein gemeißelt ist, wann es halt eben rauskommt, aber das ist auch sicher nochmal wert, sich das Ganze anzugucken, mit wie dann Together-Mode mit Content zum Beispiel zusammenspielen kann in einem Meetingraum-Szenario. Ja, ich kann nachher den Link mal reinhauen. Das war in dem Jared-Video. Ich hatte erst überlegt, genau, ob wir das hier noch ausspielen, aber wir haben wahrscheinlich gar nicht genug Zeit dafür. Also guckt es euch mal an, von Jared die Keynote, das war die zweite nach Satya. Und da haben wir hinten drin ist nochmal so 2 Minuten Video quasi, wie stellen wir uns die Zukunft vor. Und ich sag mal, wenn ich das sehe, dann brauche ich dringend einen größeren Meetingraum und mehr Technik. Also das ist so geil. Okay, dann haben wir hier natürlich die Intelligent Speaker. Achso, ihr seht nichts. Warte mal, dann zeige ich euch die auch mal. Die haben Intelligent Speaker. Genau. Sehen wir nochmal einen groß, ne? Die große Alexa quasi. Die Teams-Panels, das, was du da liegen hattest, das habe ich jetzt gerade richtig verstanden, du konntest das hinten ausschalten hier, dass die rot und grün leuchten. Ne? Bei dir leuchtet das ja nicht, hast du gesagt. Ja, bei dem Crestron kommt es wohl darauf an, wie stark dein PoE-Adapter ist. Meiner ist zu schwach, den ich im Moment habe. Ja, deshalb ist es nicht an. Aber ich glaube, du kannst das in den Settings auch an- und ausschalten. Ja, das wird auch nochmal spannend. Da weiß ich gar nicht. Teams Interoperability with Azure Communication Services, also Custom Development Power Platform. Ich weiß nicht, da müssen wir Andreas nochmal gleich mal fragen, der da ein bisschen was zugehört hat. Finde ich auch spannend. Ich glaube, jetzt hinten raus, Teams Automation, Management, gut, da kommen wir jetzt nicht mehr in die Anwendungsfälle rein, aber auf jeden Fall auch noch, achso, und Viva natürlich. Viva kriegt ja auch nochmal ein bisschen Update. Wir hatten ja bisher nur von Viva Insight zum Beispiel die Preview gesehen. Da kommen jetzt neue Funktionen. Connections soll jetzt ausgerollt werden für die SharePoint-Geschichte. Im April kommt Viva Learning. Ragnar, weißt du da noch mehr drüber? Hattest du nicht letztens das Thema Learning nochmal auf Agenda? Das Thema, ich weiß nicht genau, wann es kommen soll und so weiter, aber Viva Learning und Viva Connections werden kostenlos sein. Ja, okay. Also, das ist richtig, richtig gut. Genau, hier Sascha sagt es auch schon, richtig geniale Keynote. Das war richtig cool von Jared, was ihr da gemacht habt. Ja, ich fand interessant, dass Jared in seinem Kleiderschrank immer arbeiten muss, weil seine Tochter den Platz braucht. Das war interessant. So. Ja, ich habe auch mal gedacht, die armen Microsoft-Mitarbeiter. Und ist er wirklich dann auch ein bisschen die Wäsche macht, die Laundry macht während der Budget-Meetings. Ja. Sehr sympathisch, das kam echt toll rüber. Ja. Also großartige Show. Aber mein Highlight war wirklich als Oculus VR-Mensch, war mein Highlight einfach die Microsoft Mesh
Keynote. Der hat mich komplett weggeblasen. Das war unglaublich. Ja. Ja, ich habe tolle Ignite. Brauche ich auch unbedingt. Aber Christian, ich muss immer, bin der Timewächter und Andreas kratzt schon hinten. Der will auch gleich. Ich will noch einen Kommentar zu dem Fußballzeug machen. Ja. Also natürlich habe ich mit dem Wechsel in die USA meinen guten Fußballgeschmack nicht verloren. Damit auch Grüße an den Michael Dressler, der uns zugeschaltet ist von Florida, der den Fan, der im Fanclub ist. Ja. Ich weiß, dass er teilnimmt. Ich habe ihm ein Bild vorher geschickt, dass ich meinen Schal aufgehangen habe. Von daher. Sehr cool. Ja, dann sehr schöne Grüße, toll. Genau, Christian, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist, uns ein bisschen Insights gegeben hast, direkt aus der Zentrale, aus deiner Garage heraus. Wo lebst du, sag mir ganz kurz, Seattle, Redmond? Ich habe das mal so. In Seattle, ja. Ja, sehr gut. Habe ich nichts Falsches gesagt. Genau. Wenn wir in der nächsten Sendung noch viele, viele Teams Rooms Themen haben, also wir haben noch volles Programm. Wenn wir dürfen, laden wir dich gerne nochmal wieder ein. Ich komme gerne wieder. Das ist klasse. Für mich vor allen Dingen sensationell, denn ihr wisst ja mit meinem Englisch, ich breche mir da einen ab. Ich freue mich, dass wir das auf Deutsch machen können. Ja, ich habe mit Ragnar ein bisschen gechattet vorher und habe gesagt, ich bin mal gespannt, wie das so läuft, weil ich habe, glaube ich, über meine Arbeit in Deutsch schon anderthalb Jahre nicht mehr geredet, ja, auf Deutsch. So, wenn das ein oder andere dann irgendwie wegflutscht, ist es einfach, weil ich es nicht mehr gewöhnt bin, über die Arbeit auf Deutsch. Kommt dem Alex sehr halt entgegen, genau, sonst hatten wir dann nämlich auch noch die Ann Michaels ein. Aber ja. Ja, spannend wird es, glaube ich, in 3 Wochen. Ne? Da haben wir Caruana Gaetimo da. Da darf ich dann mal wieder auf Englisch wechseln. Sind wir mal gespannt. Christian, bis hierhin ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst, gerne, und gerne ein bisschen die Produkte gezeigt hast und ein bisschen Insights gegeben hast. Ganz herzlichen Dank und ja, alles Gute. Danke, danke. Ich hänge noch ein bisschen im Chat rum, Christian, und guck mal, was da so aufgelaufen ist. Danke. Super. Ciao, ciao. Herzlichen Dank. Ja, wen haben wir da? Mr. Power Magic. Nee, wo ist er denn? Oh, jetzt habe ich ihn rausgehauen. Zack, da ist er. Da ist der Mr. Andreas. Power Magic. Ja, welcome. Moin. Nach Hamburg. Ja, ich habe schon ein bisschen auf die Zeit geguckt. War natürlich klar, dass ihr mal wieder überzieht und ich bin jetzt wieder der Leidtragende. Ich muss es wieder reinziehen. Ich muss wieder schneller sprechen, aber okay. Zum Leid der ganzen Zuschauer, ja. Du bist eh schon so gebeutelt worden heute durch den Angriff. Eigentlich, ja, schon eine Woche her, es geht schon wieder besser. Also der gibt es ab. Berichte kurz, damit alle wissen, worum es geht. Du bist nicht vom Fahrrad gefallen, sondern... Ich war joggen und mich hat ein Hund angefallen, grundlos. Er hat wohl gedacht, mein Arm schmeckt lecker, hat sich ziemlich verbissen. Und das Schlimmste ist jetzt gar nicht die Schmerzen, sondern dass die Antibiotika mich so umhauen. Ich habe jetzt den ganzen Tag geschlafen, damit ich wenigstens heute Abend fit bin. Das ist mir sehr zu schätzen, dass du hier die extra Meile gehst, um uns hier mit Power-Magie zu erfreuen, Andreas. Ich drücke dir auf jeden Fall den Daumen für den Demo-Gott, ne, damit der dir hold ist. Hast du Demos dabei? Ja, bestimmt, oder? Ja, logisch. Ja, sehr mega cool. Use Case, habe ich doch angekündigt. Ja, auf jeden Fall. Wir sind gespannt. Nichts anderes erwartet. Ja, du wirst heiß begrüßt hier. Unglaublich. Gut, dann geben wir dir jetzt die Bühne. Du hast, ich guck mal kurz, also 3-4 Minuten brauchst du, oder? Schaffst du das? Alles klar. Nein. Lass dir Zeit. Ist gut. Genau. Ich kann ja jetzt schon mal vorsichtshalber meinen Banner einbauen. Ja, wir haben eine feste Deadline. 10 Uhr müsst ihr rüber zum Clubhouse. Von daher. Dann müssen wir ins Clubhouse rüber, genau. Nimm doch mal meinen anderen Screen und dann kann ich mal Gas geben. Ja, pass auf, es geht ja schon los hier. Einmal so. Ich gehe raus. Ragnar, willst du auch raus? Ich gehe auch raus, ja. Ich mache das Gewinnspiel jetzt mal. Ja, gut. So, viel Spaß. Okay. Ja, danke. Also, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mr. Power Magic hilft. Heute Folge 8 schon mittlerweile. Heute mal mit einem tollen Fall Vertragsmanagement Quickie. Folgendermaßen ging damit los. Also, wer Bock hat, sich mit mir zu vernetzen auf LinkedIn, einmal über einen QR-Code oder einfach unten den Kurzlink. Ja, ich habe es versucht, Tobias, aber es hat nicht funktioniert. Der war stärker. Worum es ging, der eine oder die andere, die waren sicherlich von euch bei uns letzte Woche in der Einfach M365 Power Week. Extrem cooles Format, hat sehr viel Spaß gemacht. Und unter anderem war auch ein Teilnehmer dabei, der hat in der Session von Michael Plättner von Excel zu Lists ein Verweis gepostet nach dem Motto, ich habe hier was gefunden, das müsste sich doch auch über Lists abdecken.
lassen. Und ich habe mir das Ganze angeguckt, habe gesagt, Mensch, das klingt ganz nach Mr. Power Magic. Und der Moritz hat das dann direkt als Mr. Power Magic Fall in das Forms eingetickert. Und dann habe ich mich den ganzen mal angenommen. Und das Ganze dreht sich um das Thema Vertragsmanagement, also alles das, was ihr so an Abos habt oder Verträgen, wie zum Beispiel Netflix, Amazon Prime, jetzt sag ich schon Microsoft Prime, also so weit sind wir noch nicht. Was weiß ich, Domains und Mercedes Leasing und was das nicht alles gibt. Also es geht ja um private Verträge, Abos oder auch Unternehmensverträge und das Ganze halt die Frage, wie läuft das bei euch? Ist es alles koordiniert? Habt ihr da jemanden, der das alles an einem Platz hat und euch jedes Mal Bescheid sagt, wenn der nächste Vertrag ausläuft? Oder ist es so wie bei mir, mal liegt es in dem Ordner, mal da, aber meistens habe ich irgendwo digital. Oder ist es an einem Platz, auch das gibt es bei mir, nur separiert, sprich in der Microsoft 365-Welt. Und der Auslöser, das war die Website, die der Moritz mitgeschickt hat. Ich zeige es gleich nochmal im Browser. Also da hat die Kollegin Zoe nenne ich sie mal, hat ein Abo, ein Vertragsmanagement in Coda sozusagen gebaut. Das ist eine Drittanbieter-Software, ähnlich wie Monday oder vergleichbar mit List, vielleicht noch mehr oder weniger Funktionalitäten. Und da war halt die Frage, kann man sowas nicht in List machen, weil das habe ich mit Microsoft 365 schon gekauft und es ist ja eine Lizenz dabei, brauche ich halt nicht noch extra Geld für bezahlen. Genau, was ist die Zielsetzung? Wir wollen eine einfache Übersicht und Verwaltung unserer eigenen oder unserer unternehmerischen Verträge beziehungsweise Abo-Dienste. Was für Kosten auf uns zukommen, dann möchten wir gerne rechtzeitig benachrichtigt werden, wenn die Verträge ablaufen, die Abos beziehungsweise damit wir dann rechtzeitig verlängern können oder auch notfalls rechtzeitig kündigen können. Eben, dass wir keine Kündigungsfrist mehr verpassen und dass wir im Zweifel auch unsere Zahlungsdetails prüfen können, wie ist die Kreditkarte eigentlich noch aktuell oder welche Zahlungsdetails liegen dahinter, damit wir sie im Zweifel aktualisieren können. Wie habe ich es umgesetzt? Wie immer bei Mr. Power Magic, es gibt ganz, ganz viele Wege, wie man es machen kann. Mein Weg ist nicht der richtige oder der beste, sondern es ist einfach nur einer und aus meiner Sicht geht es mir immer um den einfachen Weg, also mit möglichst wenig Aufwand das Ziel zu erreichen, auch gerade für die Nutzer von Microsoft 365, die halt nicht so tief drinstecken, eben für den Endanwender, damit man es machen kann. Wie habe ich es gemacht? Mein Lieblingsthema, wer mich kennt, weiß es, Microsoft List, ein super tolles Tool, sehr flexibel, kann man wunderbar nutzen. Mittlerweile kann man es auch sehr schön designen, man kann es formatieren und es hat ganz viele Automatisierungsoptionen mittlerweile out of the box. Die gucken wir uns nämlich gleich an, weil wir das entsprechend genutzt haben, unter anderem die Regeln. Ich glaube, ich rede zu schnell. Es gilt aber nur für begrenzte Feldtypen und es gibt eben für die Formatierung beispielsweise oder die Automatisierung basierend auf den Feldtypen, die künstliche Intelligenz, die uns schon Vorschläge macht, wie wir das entsprechend machen können. Und natürlich die Personalisierungsoptionen. Dazu haben wir natürlich Power Automate, Out-of-the-Box-Benachrichtigungen. Also wenn ein Vertrag irgendwann abläuft, dann werden wir automatisch informiert, können wir halt festlegen, in welchem Zeitraum. Und Approvals nutzen wir in Teams zur mobilen Benachrichtigung über den bevorstehenden Ablauf. Und wer letzte Woche dabei war, kann sich vielleicht noch dran entsinnen, da hat der Alex mal die Genehmigungs-App neu vorgestellt und hat sich noch gewundert, naja, da kann man auch benutzerdefinierte Antworten geben. Hat er da nicht so recht einen Fall oder was Greifbares, wie man das nutzen kann? Heute Abend wird das sehen, wie man es nutzen kann, dass es auch sinnvoll ist, benutzerdefinierte Antworten zu nutzen. Schauen wir uns gleich nochmal in der Demo an. Genau, gehen wir mal rüber. So, in meinem... Ha, da sind wir, Demogott. Ah ja, genau, Moritz, da ist er. Ich habe hier mal in meinem Kanal Vertragsmanagement Quickie eine Liste angelegt, die habe ich Vertragsmanagement genannt, logischerweise. Und die habe ich relativ schnell in 10 Minuten gebaut, also auch für jemanden, der noch nicht so mit Microsoft 365 unterwegs ist. Größer machen? Nee, also ich kann natürlich das noch im Browser zeigen. Nee, du kannst ja auch in der App das größer machen, oder? Ich dachte schon mal, man sieht nicht so gut. Ich wollte kann das... Machen. Entschuldigung. Ja, okay. Ja. Also ich habe eine Liste gemacht, Vertragsmanagement. Dort habe ich den jeweiligen Service, also das Abo oder den Vertrag, also Leasing oder was auch immer, ein dazugehöriges Logo natürlich, ein paar Details dazu. Was ist das? Bei mir Mr. Power Magic, die Power Hour, kann man buchen monatlich.
oder Amazon Prime kennt jemand oder halt auch Domains über Ionos oder Strato. Dann welchen Zahlungsrhythmus dieses Abo oder dieser Vertrag hat, was es kostet, wann der Ablauf ist. Dann habe ich eine berechnete Spalte, wie viele Tage es noch bis zum Ablauf dieses Datums sind. Eine Reminder-Spalte, die wird nachher noch automatisiert gefüllt. Welchen Status dieses Abo hat, also ist er noch aktiv, gekündigt oder storniert und ist das Abo bezahlt. Und ich habe mir hier noch eine Hilfsspalte gemacht über die Abo-Laufzeit. Also beim monatlichen Abo sind es natürlich 30 Tage oder 31 Tage und bei jährlichen Abo sind es 365 Tage. Was habe ich jetzt gemacht? Also zunächst mal, wenn ihr so eine Liste erstellt habt, das dauert 10 Minuten, wie gesagt, das ist relativ schnell gemacht. Das kann man out of the box so nutzen. Und ihr habt hier oben in den Listen, also egal, ob ihr das jetzt über den Browser macht oder direkt in Teams, die Schaltfläche automatisieren. Und da gibt es zum einen das Thema Erinnerungen festlegen. Und dann zeigt er euch schon automatisch die Spalten an, die mit einem Datum versehen sind, wie Ablauf. Also hier schon auch direkt die Möglichkeit, ich klicke auf Ablauf. Und dann kann ich hier direkt, wenn das denn jetzt macht, genau, müssen wir halt noch Berechtigungen für die Konnektoren erteilen. Das macht Sinn, weil sonst kriegen wir ja keine Benachrichtigung. Kann ich hier halt direkt sagen, okay, wie viele Tage vorher, wenn so ein Dienst ausläuft, so ein Abo, möchte ich denn benachrichtigt werden? Mache ich jetzt mal 10 Tage. Ich habe das schon festgelegt, also schon mal eingerichtet. Deshalb mache ich das jetzt nicht nochmal. Können wir uns die hier anschauen? Nee, leider nicht. Können wir gleich nochmal gucken. Und das heißt, ich habe jetzt eingestellt, wenn es 10 Tage bis zum Ablauf sind, bekomme ich automatisch eine Benachrichtigung, dass dieser Dienst in 10 Tagen ausläuft. Dann habe ich hier noch die zweite Möglichkeit, und das ist auch genauso spannend, die sogenannten Regeln, die ich erstellen kann. Wenn ich hier draufklicke, dann bekommt man hier automatisch schon eine schöne Erklärung über die Sachen, die man hier machen kann. Unter anderem, wenn zum Beispiel ein neues Element erstellt wurde, kann man sich benachrichtigen lassen. Oder wenn in einer bestimmten Spalte sich ein Wert geändert hat oder die ganze Spalte geändert oder halt jemand ein Element gelöscht hat, dann kann ich hier hinklicken und sagen, wenn ein Element gelöscht wird, möchte ich benachrichtigt werden. Also entweder ich zum Beispiel oder ich möchte, dass derjenige, der den Eintrag ursprünglich mal erstellt hat, eine Benachrichtigung bekommt oder der ihn jetzt geändert hat. Also ihr seht schon, mit sehr einfachen Klicks, zack, fertig, schon ist diese Benachrichtigung erstellt. Matthias, habe ich auf der Roadmap. Also ihr seht schon hier die Benachrichtigung automatisch, die kann ich auch ein- und ausschalten, wie hier vorhin, wenn ein Element erstellt wird, bekomme ich automatisch eine E-Mail und werde so benachrichtigt. Das sind schon mal die Regeln. Und mit diesen kleinen Tricks, also Erinnerungen oder auch die Regeln, kann ich schon sehr einfach, sehr schnell, geänderte Spalte rettet meinen Tag. Ja, das ist doch schön. Mit diesen einfachen Dingen kann ich sehr schnell eine Liste schaffen, um meinen Use Case zu erstellen. Nun wäre ich nicht Mr. Power Magic, wenn wir das Ganze noch ein bisschen ausschlachten würden. Und zwar, das wäre jetzt das eine. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo ist hier meine Mail? Warum ist die schon wieder zu? Schon wieder einer zugemacht. Im Hintergrund so sonstige, zack. Hier sieht man das. Hier wurde ich vorhin schon informiert. Ich habe hier den Eintrag Strato hinzugefügt und bekam automatisch eine E-Mail, weil ich ja das als Regel eingestellt habe. Wenn ein neues Element erstellt wird, bekomme ich das. Kann ich hier direkt klicken, lande ich direkt in SharePoint und in meiner Liste. Das ist aber das eine. Jetzt ist das andere, wie kann ich das Ganze noch ein bisschen smarter machen? Ich habe mal noch ein Flow erstellt. Und zwar sieht das so aus, was habe ich denn gemacht? Jetzt bin ich schon selber überfordert. Wenn der läuft jeden Tag, jeden Morgen um 6 Uhr und wenn das Abo oder der Vertrag 10 Tage, nur noch 10 Tage oder weniger hat, dann wird dieser Flow oder läuft dieser Flow durch. Das heißt, er ruft die Elemente alle aus dieser Liste ab und prüft dann natürlich, okay, es gibt da noch, oder anders gesagt, alle Elemente, die in weniger als 10 Tagen ablaufen, bekommen eine Benachrichtigung. Und in dem Fall startet ein Genehmigungsprozess. Und hier sind wir nämlich bei den benutzerdefinierten Optionen. Es gibt nämlich nur zwei Antwortmöglichkeiten, kündigen oder behalten. Also brauche ich das Abo noch oder brauche ich es nicht mehr? So, und das Ganze stellen wir mal eben ein in der Liste, damit das Ganze auch durchflutscht.
Muss ich mal eben hier rein. Was haben wir denn hier? Ablauf 29. April ist ein bisschen zu lang. Müssen wir mal hier gehen. April, März, 4. machen wir mal 11. Okay, und dann seht ihr schon, automatisch ist das formatiert, dass alle Abos, die weniger als 30 Tage sind, sind hier hinterlegt mit einer Formatierung. Das machen wir hier auch, und zwar an dem 11. so. So, und ich habe jetzt hier die zwei Abos, quasi zwei Domains, einmal über IONOS und einmal über Strato, die laufen halt in 7 Tagen ab. Und jetzt gehen wir mal in den Power Automate, lassen die mal kurz durchlaufen, damit wir das mal sehen, wie das ist. Oh, ich bin schon wieder spät dran. Zack, Flow ausführen, fertig. Jetzt wird im Hintergrund ein Approval gestartet und ich hoffe, dass der gleich zum Beispiel in meinem Teams, da seht ihr schon, zack. Und wenn ich hier jetzt auf Aktivität gehe, dann seht ihr, es gibt einen neuen Approvals. Ablaufendes Abo IONOS. Ihr seht, im Hintergrund gibt es auch noch die E-Mail, die kommt. Und was ihr hier sehr schön sehen könnt, hier diese Raute und diese Sterne, das ist das sogenannte Markdown. Das funktioniert leider nicht in Teams. In der E-Mail funktioniert das. Muss Microsoft noch ein bisschen was tun. Also das ablaufende Abo IONOS, willst du es behalten oder willst du es kündigen? Sagen wir mal bei IONOS, nee, IONOS Firma1.de brauchen wir nicht mehr, kündigen wir. Und ihr seht jetzt, das ist hier jetzt in der Demo-Umgebung, beziehungsweise in der richtigen Umgebung. Ich habe hier nämlich extra eine Umgebung PowerMagic, ihr könnt hier sonst auch umschalten. Und dann habt ihr gesehen, das war für die IONOS und natürlich, das gleiche gilt für Strato Domain 2. Das machen wir mal aber aus der E-Mail heraus, damit man es da auch sehen kann. Also IONOS, gucke ich mal, ablaufendes Abo, das ist ja nicht so schön. Normalerweise sollte es gleich umschalten. Strato, und das wollen wir behalten. Klicke ich hier auf Behalten, zack. Bestätigen. Wenn ihr das in Outlook macht, also in der nativen Outlook-App, dann könnt ihr es direkt in Outlook bestätigen. Also dann öffnet sich nicht noch ein Browserfenster. So, also den einen haben wir gekündigt und den anderen haben wir behalten. Was hat sich jetzt getan? Dadurch, dass wir IONOS behalten haben, IONOS haben wir gekündigt, seht ihr hier, der Status verändert sich automatisch. Es bekommt hier automatisch einen Reminder versendet. Warum ist das wichtig? Wenn ich nämlich morgen früh wenn der Flow morgen früh um 6 Uhr wieder startet, dann versendet der für IONOS nicht nochmal einen Link, weil hier steht schon versendet. Das prüft er als Kriterium mit. Und ihr habt gesehen, dadurch, dass wir gesagt haben, wir wollen Strato behalten, das ist ja aber ein jährliches Abo und das alte Abo ist ja quasi abgelaufen. Nämlich, das ist ja schon bezahlt, die 7,99 am 11. März. Das ist quasi durchgestrichen abgelaufen. Und ich habe ein neues Abo für Firma 2, 7,99. Es läuft jetzt bis 11.03.22. Also wieder 372 Tage von heute, 365 ab dem 11. Und so kann ich sehr einfach ein Vertragsmanagement über Lists, Microsoft Teams und Approvals erstellen. Und meine Zeit ist leider um. Eine Frage hätte ich noch, wenn ich darf, an unsere Zuschauer. Und zwar wäre vielleicht so eine Art Mr. Power Magic in XXL, so eine super Session, 60 Minuten, 90 Minuten. Wäre das was interessant für euch? Wenn ja, schreibt es gerne mal in den Kommentar. Dann könnte man vielleicht mal drüber nachdenken. Mir fällt da spontan vielleicht Collab Days in Bremen ein. Da habe ich eine Session eingereicht. Wenn das passt, dann könnte man sowas zum Beispiel mit euch zusammen in einem Workshop machen und dann können alle anschließend nach den 90 Minuten zu Hause das Ding gleich in die Produktion gehen. Ich bin durch. Hervorragend. Genau. Sensationell. Herzlichen Dank, Andreas. Viele, viele gute Kommentare sind dazu gekommen. Genau. Und Ralf sagt es gleich, da können wir auch noch ein bisschen Power BI ranbauen. Also, richtig cool. Alle freuen sich hier. Du hast Sensationelles gemacht. Ich habe diesmal tatsächlich auch eine Chance gehabt, mal ein bisschen zuzugucken, denn guck mal hier, die freuen sich alle. Die wollen unbedingt Mr. Power Magic haben. Uiuiui. Ragnar, wir können einpacken. Unglaublich, ja. Ich brauche einen eigenen Sendetitel. Ich rief jetzt. Gut. Du bist viele Eltern, hast angefangen als Sidekick und machst nachher die Sendung selber. Ja, genau.
Gut, wenn wir sehr cool, muss es sein. Ich glaube, eine Sache noch, weil ich es eben gesehen habe in den Kommentaren, die Luise ist ja auch dabei. Die Luise hatte auch schon auf den Artikel von oder auf den Tweet von Moritz geantwortet. Da ist ja ihr Kommentar. Sie wollte dazu auch, wenn ich das richtig gelesen habe, noch einen Artikel schreiben, eine Anleitung. Also vielleicht kann sie sich nochmal äußern. Luise, schreibst du die Anleitung noch, weil dann brauche ich das nicht mehr machen. Genau. Die Luise hat den Blogpost bei uns schon eingereicht. Der kommt auch in den nächsten Tagen raus. Ich musste nur meinen Teil 1 gestern fertig schreiben, damit ihr Teil 2 rauskommt. Aber die findet ihr dann in den nächsten Tagen unter practical365.com. Guck dir das mal an hier. Ja. Jetzt geht das schon. Jetzt sagen die schon. Komm, Andreas. Ja. Sehr gut. Also ich gucke mal auf die Uhr. Ich glaube. Ja, jetzt müssen wir mal Gas geben hier. So, Andreas. Vielen Dank. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Und jetzt erstmal raus hier. War mit schön. Dir. Bis dann. Danke. Andreas, vielen Dank. So, und ich schnell rüber zu meinem Banner, denn wir wollen die Community-Events noch haben. So, zack, 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 da sind sie. Genau, wir haben wie immer von Michael Greth die SharePoint Social User Group Treffen. Die habt ihr hier alle in der Übersicht. Oben habt ihr den Link. Wir geben das auch in die Keynotes, wie heißt das? Share Notes? Nee, wie heißt denn das nochmal? Video Notes. Könnt ihr auf jeden Fall da nachlesen in den Kommentaren. Packen wir alle nochmal rein. Am 9.3. haben wir ja auch mit unserem Stammzuschauer Tomislav zusammen und Hans Brender ist mit dabei und ich bin mit dabei und Thomas Meyer ist mit dabei. Die Updates zu Office 365, ich bin mal gespannt, wird ja eine ganze Menge sein. Also 9.3. 14 bis 15 Uhr. Dann am 9. März um 10 habe ich noch einen Slot mit Teams Apps. Wenn es euch interessiert, mache ich für Microsoft Österreich 1,5 Stunden. Gucken wir uns mal 15 verschiedene Apps an, was die alles können. Machen wir ein bisschen Demo. Ich hoffe, der Demo-Gott ist mir da auch hold. Heute hat es ja gut funktioniert. Dann haben wir natürlich wieder unsere Community ACM Teams Europe, die sich trifft am 16. März. Da reden wir über internes Marketing zur Teams-Einführung. Ganz spannendes Thema. Dann haben wir die virtuelle Mittelstandstour von Microsoft. Auch da geht es um Teams-Apps. Ich glaube ja auch, dass das etwas ist für alle, die Teams schon eingeführt haben. So die nächste Evolutionsstufe ist dann, ne, was kann ich mit den Apps eigentlich machen? Genau, da darf ich so ein bisschen einführen auch ins Thema. Und dann haben wir noch einen Tech-Data-Workshop am 18. März. Da geht es auch um Apps und Best Practices und wie kann ich produktiver sein, wie kann ich Breakout-Rooms nutzen und so weiter, haben wir alles mit dabei. Und final dann noch, haben wir gerade schon gehört, die Call-Up-Days in Bremen und auch hier mit unseren Stammzuschauern Tomislav, Carsten Büttemeier, die mit dabei sind und natürlich Daniel Wessels, die früher halt den SharePoint Saturday ja gemacht haben, jetzt umbenannt in die Call-Up-Days Bremen. Da suchen die auch noch Speaker. Wenn ihr also da was machen wollt, könnt ihr euch bewerben. Ragnar, wir sind vielleicht auch dabei. Das kann ich jetzt schon noch. Ich habe schon ein bisschen Teaser, nicht fest, aber vielleicht schaffen wir es, ja. Dann haben wir da auch einen Slot irgendwie. Und genau, das soll es an der Stelle schon gewesen sein. Dann gucke ich noch ganz schnell, dass wir das Gewinnspiel nochmal, beziehungsweise mal, da kommen so viele Kommentare gerade rein. Haben wir was vergessen? Habe ich was übersehen? Top, danke, Input. Neue hier, Luise. Gut, alles klar. Dann machen wir ganz schnell noch das Gewinnspiel auflösen. Gewinnspiel. Das Headset Poly Blackwire 8225 geht an Igor Matik. Igor, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Gratulation, Igor. Ein bisschen Stammzuschauer, ne? Ich habe deinen Namen auch schon öfter gesehen. Also von daher schön, dass du wieder dabei warst. Diesmal hast du gewonnen. Und da gratulieren wir dir natürlich ganz herzlich zu. Dann haben wir das letzte noch, den Ausblick, den wir noch schnell machen wollen. Ich kann das hier unten schon mal durchlaufen lassen, denn nächste Woche haben wir auch wieder hohen Microsoft-Besuch. Wir freuen uns sehr auf André Kine. André wird uns besuchen seit letztem Jahr Oktober im Amt und wir werden ein bisschen plauschen, auch natürlich über Teams und über Partner, was es da alles gibt. Da freuen wir uns sehr drauf. Und natürlich wieder mit dabei, auch ein neuer Slot, den wir hier haben, Arik Jung kommt mit den Teams-Tech-Updates. Ich habe es unten schon mit durchlaufen lassen. Wir werden etwas hören über die, hilf mir Ragnar, Bose VB1, glaube ich, und VB1, die Lenovo Smart Cam. Das ist ja die neue Lenovo Cam für die MTRs. Also Lenovo hat ja bisher keine Kameras gehabt. Das ist die erste Kamera von Lenovo jetzt für die Teams-Rooms und
Ihr könnt ihr übrigens auch gewinnen. Also es lohnt sich definitiv nächste Woche mit wieder einzuschalten. Teams, ThinkSmartView, Cam. Genau, Andreas, soll ich das mal einblenden jetzt hier? Guck, ja, mach das nochmal. Genau, Christian ist übrigens auch noch dabei. Christian, ich blende dich auch nochmal kurz mit ein. Pass auf, Achtung, nicht, dass ich dich überrasche. Genau, sehr schön. Das hat die Schale immer noch nicht abgemacht. Wir sind schon ein bisschen überfällig. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei gewesen seid. Ganz herzliche Grüße nochmal nach Amerika und nach Hamburg. Ist ja quasi eins irgendwie. Und wir freuen uns auf nächste Woche, wenn ihr wieder mit einschaltet. Und wer jetzt noch Lust hat, kann gerne zu uns ins Clubhaus kommen. Da werden wir noch ein bisschen über das Thema Resilienz sprechen. Also, alles Gute. Bis gleich. Danke fürs dabei sein. Danke für die Kommentare. Ciao. Ciao.